Gestern hat das Europäische Parlament einen Bericht zu Best Practice im Bereich der Kohäsionspolitik mit großer Mehrheit verabschiedet. Ich durfte die Berichterstatterin für unsere Fraktion und für das Parlament sein. Mein Bericht gliedert sich in zwei große Bereiche. Einmal die Schwierigkeiten, die Antragstellerinnen und Antragsteller haben, europäische Gelder aus den Kohäsionsfonds zu erhalten. Und der zweite Teil dann Best Practice in diesem Bereich. Was haben wir erreicht im ersten Teil? Wir haben im Parlament eine Mehrheit dafür erreicht, dass die Antragsverfahren vereinfacht werden, dass die Anforderungen klar und transparent seitens der Kommission aufgeführt werden, und zwar von Beginn an, und dass beispielsweise Antragsunterlagen nicht mehr über 10 Jahre hinweg aufgehoben werden müssen in den Städten und Gemeinden oder bei den Antragstellern. Ich denke, das ist ein riesiger Schritt zum Bürokratieabbau hin und wird den Regionen in der Europäischen Union und eben dann auch in Sachsen deutlich helfen. Der zweite Teil, die Best Practice, versucht, aus den vielen Tausenden von Projekten, die jedes Jahr in den Regionen der Europäischen Union entstehen, die besten, die wir haben, herauszufinden, nach Kriterien zu sortieren und zu kommunizieren, damit man das Rad nicht zweimal erfinden muss. Antragsteller können gucken, ob es in dem Gebiet, in dem sie gerne Projekte gestalten möchten, schon Erfahrungen gibt in anderen Regionen und können diese nutzen. Die Kriterien, welche Bereiche das sein können und welche Art von Projekten genutzt werden können, haben wir gestern beschlossen. Und die Kommission hat zugesagt, das auch so bald wie möglich umzusetzen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Signal für die Bürgerinnen und Bürger in Europa, in Deutschland und in Sachsen. Dankeschön.